Jo, hey Leute, ich bin Nick. Endlich seht ihr mich mal richtig wieder. Es war lange, lange, lange nichts. Und jetzt muss ich was Spezielles machen. Wir haben vor wenigen Tagen, offiziell noch nicht, aber wir haben die 50 Abonnenten geknackt. Und ja, 51 sind's, aber zwei von euch haben die auf, ja, wie sagt man, also ihr habt es nicht angezeigt bei YouTube. Darum steht immer noch auf der YouTube-Seite 49 Abonnenten. Aber ich sehe gerade, die Kamera ist ein bisschen schief. So, ja, zwei von euch haben die ja nicht öffentlich und somit steht nur 49 auf dem Channel. Aber ich finde es echt klasse. 17 neue Abonnenten in einem fucking Monat. Heißt wohl, es gefällt euch. Viele, viele, viele von euch haben die Tamiya-Videos geguckt, wie ich den Amarok umgebaut habe, finde ich richtig klasse, dass euch das interessiert. Da wird auch ein bisschen mehr kommen. Und ich dachte mir, bevor wir nur so eine einfache Quasselrunde machen, habe ich mal so ein paar neue Sachen für den Channel besorgt. Und zwar haben wir zweimal neues Licht. Beim letzten Mal ist ja das Licht ausgegangen, als ich am Tamiya rumgeschraubt habe. Und es war nicht wie gedacht das Akku, sondern hat es wirklich so ein Videolicht. Da haben wir das Mini-Multifunktions 3-in-1 Videolicht. Das hat beim letzten Mal ein ähnliches, ja, dahin gerafft. Da hat es das Akku, keine Ahnung, funktioniert einfach nicht mehr. Pack mal schnell eins aus. Da haben wir diese Montagedinger. Ultra geil. Da kann man ein Handy oder sonst was einfach rein. Hat man drei so eine Gewinde. Steht ihr quasi praktisch auch gerade drauf? Also, ne? Das ist die Kamera drin, bisschen Zubehör drin, dass man halt andere Sachen noch ranschrauben kann oder an eine andere Kamera als Blitzlicht verwenden oder. Ein kleines Ladekabel, paar Blenden. Ich mach's mal ganz kurz an. Dann seht ihr mal, was ich meine. So ist eine ganz, ganz leicht. Wenn ich jetzt aber da auf die olle Taste drück und so mach, bin ich wahrscheinlich um einiges heller als normalerweise. Und das wird demnächst da wieder so neben der Kamera platziert, damit wir hier ein bisschen mehr Ausleuchtung haben. Ich mach's mal wieder aus. Boah, weggeschmissen. So, was haben wir denn noch Neues? Oh Gott, hier kommt so viel. Ich hab. Das ist von Asertis. Also, dies kann ja nur wieder irgendein Upgrade sein. Natürlich kommt zu allem wieder ein Link in die Beschreibung. Asiatis Aufkleber. Oh, was ich Asiatis Aufkleber habe, Leute. Also, wer von euch Asiatis Aufkleber haben will, einfach in die Kommentare schreiben. Habe ich einen ganzen Sack voll. So, was haben wir denn da drin? Folie. Boom Racing. Boom Racing. Die Folie ist wichtig. Die Folie ist wichtig. Mein Favorite für den, der richtig, richtig viel umgebaut werden wird noch. Also da werde ich noch eine richtige Videoserie zu machen. Ihr kriegt neue Links, neuen Servo, andere Federungen und ganz wichtig, eine Akku-. Ja, Elektronik, Schrägstrich, Getriebe, Schrägstrich, keine Ahnung. Ist eigentlich Aluminium, Servo, Plate. Also der kriegt nicht einfach nur. Ja, da kommt nicht einfach nur die Batterie und wahrscheinlich wird er wie beim SCX Ten 2. Also das ist für den alten, aber der wird wahrscheinlich also ein Servo am Rahmen statt auf der Achse bekommen. Das werden wir aber alles in kommenden Videos sehen. Erstmal beiseite. Oh. Noch eine Kleinigkeit eigentlich auch. Ja, ich habe erst überlegt, nehme ich dir ein Carbon, nehme ich dir ein Alu. Ich habe mir für die Alus entschieden. Einfach wegen dem Preis. Für den Amarok wird auch noch wieder ein Video zu kommen, warum, wieso, weshalb ich diese kleinen Dinger gekauft habe. Mit auf dem Tisch. Was haben wir jetzt hier noch? Amazon. Braucht noch jemand einen Gutschein für zwei Freibücher bei Audible?
ne, ihr könnt ihr euch Audible 30 Tage testen. Muss man da irgendwas eingeben? Audio 2. Ne? Also schreibe ich auch nochmal Audio 2. Wer zuerst kommt, mal zuerst wahrscheinlich. Ja, was könnte denn hier drin sein? Kyoko. Ha, ich weiß, was ist. Finde ich auch total geil. Ich packe das jetzt hier einfach mal so aus, weil ich gerade bei bin. Ich habe immer, wenn ich filme oder so, jedes Mal einen Schlüssel in der Tasche oder sonst wie was. Es klappert. Und damit das nicht mehr passiert, habe ich mir sowas besorgt. Da kann man seine Schlüssel reinmachen, das zusammenschrauben und dann ist das wie so ein Klappmesser. Dann ist das da so drin und man klappt die Schlüssel einfach so aus, wie bei so einem Klappmesser. Das behalte ich gleich mal, weil da kommt noch mehr. Ja, klappt man Schlüssel halt aus, es klappert nicht mehr. Finde ich ganz cool, was hat... Hier haben wir noch was. Ha! Ganz wichtig, A-Arme. Back B, A-Arme für den Kleinen. Ich weiß nicht, seht ihr den in der Kamera? Müsste eigentlich... ja, das ist ein... Das war mal ein Hide. Aber die Grundbasis ist immer noch ein Team C Hide. Ein TT0... Ne, TTR02 oder irgendwie so. Legt mich da nicht fest. Eigentlich ein 2WD-Chassis, wo aber noch ein bisschen was dran gemacht werden muss. Ich habe den ein bisschen doll gebasht. A-Arm vorne kaputt, Feder kaputt, Getriebe kaputt. Aber ich habe herausgefunden, das SCX10-Getriebe ist genau das gleiche. Wir können Metall-SCX10-Getriebe nehmen, einbauen und sind safe mit der Sache. Also kann ich dem auch wieder brushless voll in die Fresse geben. Ja, da liegt noch mehr. Ja, was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Hey, das war von MK Racing. MK Racing oder auch Traxxas Shop, TRX Shop EU. Die verschicken relativ schnell Sachen, die bei anderen Händen gar nicht verfügbar sind, zu relativ guten Preisen. Und was ich bei denen auch gekriegt habe, das von mir geschrottete Getriebe für den Mini Revo. Der Mini Revo hat derzeit kein Getriebe mehr. Das ist nach dem letzten Video vom Revo. Ja, genau einen Tag später habe ich mir gedacht, ach, fährst noch mal eine Runde so ohne Kamera. Und da hat es das Getriebe zerlegt. Und nicht so ein Zahn oder so abgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch irgendwo. Ich glaube, das habe ich schon entsorgt. Aber es ist nicht einfach nur so ein Zähnchen abgebrochen oder. Ne? Es hat ein Zahnrad zerbrochen. Einfach so mittig und knack. Naja, auf jeden Fall haben wir hier ein neues Getriebe. Wenn ihr wollt, dass ich dazu auch ein Video mache, das dauert lange. Beim Revo auseinander, Getriebe neu und wieder zusammen, dauert echt lange. Wenn ich dazu ein Video machen soll, schreibt es in die Kommentare. Ich werde so circa eine Woche warten, wenn ihr meint, ja, du musst jetzt das unbedingt aufnehmen, damit ihr mal seht, wie es ist, so das Getriebe beim Revo zu wechseln. Mache ich das natürlich gerne. Es ist schon draußen, also ne, ihr würdet dann nur den Schritt mit dem Einbau und so wieder sehen. Ja, also könnt ihr mal reinschreiben. Wenn ihr Bock drauf habt, mache ich das natürlich. So. Noch ein Amazon-Paket. Das ist unwichtig. Wer Fernsehen gucken will, braucht sowas. Noch ein Gutschein wieder für irgendwas. Ach, nee, brauchen wir nicht. Visitenkarten von braucht keiner, oder? So, jetzt kommen wir aber wahrscheinlich zu dem Paket, was ich am interessantesten finde. Ich guck vorher rein. Nicht, dass ich wieder falsche Versprechungen mache. Yeah! So, ich habe hier einen tollen Schwimmkörper. Jetzt ist heller, ne? Tür ist gerade aufgegangen. Ja, man sollte die auch richtig zumachen.
Tür wieder zu. Ja, was war das hier gerade? Das ist ein Schwimmkörper für Actionkameras. Wer mich kennt, weiß, dass ich keine Actionkamera mehr habe. Die GoPro Hero 4 liegt bei uns im Hafenbecken. Unser Hafenbecken ist aber kniehoch, also bei mir kniehoch, voll Modder. Wir haben sie nicht wiedergefunden. Ich hatte sie auf dem Boot wieder hier vorne drauf. Und der Nino ist mit seinem Boot hier so drüber gefahren, die Kamera rausgeploppt, weg war's. Ja, Kamera weg. Ja, jetzt habe ich ein Ding, womit die Kamera nicht mehr weg kann. Und warum? Es verbirgt sich hier in dieser schwarzen Folie. Warum verpacken die das nochmal extra in der schwarzen Folie? Diagonal, man schneidet das Päckchen immer diagonal auf. Ich habe mir eine 4K Actionkamera, diesmal keine GoPro mehr, weil, ja, ihr wisst, was so eine GoPro Hero 4 kostet oder mittlerweile die 5. Wisst ihr Bescheid, warum ich mir keine neue gekauft habe. So, ich pack die jetzt einfach mal aus. Wir haben Zeit, oder? Karton ist beiseite. Zubehör, ganz wichtig. Klettbänder für irgendwelche Befestigungen. Ein Akku. Netzteil. Na, ich kann das auch noch mal in die Kamera. Ein Akku. Netzteil. Irgendein Halter. Hier so ein Halter nochmal eingepackt. Was haben wir hier noch? Halter für zum Beispiel diesen. Wisst ihr was? Ich habe gelesen, dass die Kamera fertig geladen. Die Kamera kommt fertig geladen. Jetzt muss ich hier nur die Folie mal abkriegen. Diese Schutzfolien immer überall drauf, ne? Boah. Ist geil. Hätte die jetzt am liebsten angemacht. Muss die aber erst aus diesem GoPro-Gehäuse rausholen. Die Folie ab. Also, ich hatte eine GoPro. Eine Hero 4. Wenn ich euch jetzt... Ihr könnt mir echt glauben. Der einzige Unterschied, den ich bis jetzt feststelle... Wir haben kein Mini, sondern ein Micro-USB-Anschluss. Und das Akkufach slidet nicht raus, wie bei der GoPro. Das macht man einfach, klickt man einfach raus. Das ist jetzt rein... Folie ab. Ich hasse es, wenn irgendwo irgendwelche Folien drauf sind. Außer so eine Schutzfolie beim Handy oder so, die drauf sein müssen, sollten. So. Ne, hier wieder 4K. Ja, die habe ich mir jetzt gegönnt, hätte ich fast gesagt. Ich habe sie gekauft, weil einige oder es ist halt ohne diese Actionaufnahmen vom Boot vorne oder von irgendwelchen Sachen. Fetzt es einfach nicht so, oder? Ich bin der Meinung, ihr wollt es sehen und habt gedacht, kaufst du wieder so ein Ding. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe noch keine Micro-SD-Karte hier. Die habe ich nämlich auch bestellt, die ist noch unterwegs. Ich mache das Ding jetzt aber einfach mal an. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welcher der Anknopf ist. Der anscheinend nicht. Oh, ich habe was gehört. Ah, keine Karte, sagt er jetzt. Alter, geil. Die macht echt einen Klick. Und ne, im Gegensatz zu GoPro, wie ihr seht, von vorne vielleicht, die hat ein Farbdisplay vorne drauf. Akku fast voll geladen, ja. Klasse. Also, jetzt zwar noch keine Videos. 4K, 25 Bilder. Werde ich natürlich nicht filmen. Ich filme in HD, in Full HD mit mindestens 60 FPS. Wi-Fi Connection wollen wir nicht. Menü, bla bla bla, das gucke ich mir alles später an.
Aber hey, wir haben eine neue Actionkamera und das ist der Originalhalter von der Actionkamera und ich könnte wetten. Wir probieren es jetzt. Originalhalter von der günstigen. Original GoPro Mount. Original GoPro Mount. Günstige Kamera. Günstige Kamera. Finde ich schon krass. Finde ich echt krass, dass es so. Alter, Full HD, 60 FPS. Klar, machen wir. Klar, machen wir doch. Kann ich hier noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, wo die jetzt ausgeht. Ich will die wieder ausmachen. Muss die mal raus. Ach, vorne. Vorne ist Mode. Ja, das muss ich mir erst noch durchlesen, aber ich finde die echt. Das ist klasse. Also so vom. Das ist nichts anderes als eine GoPro, würde ich behaupten. Und ich überlege gerade, die GoPro, die hat 4K, hat die auch nur 25 Bilder gemacht. Viel mehr waren das auch nicht, glaube ich. Also, ich stelle den Link zu dem Ding einfach auch mal mit rein in die Kommentare, unten in die Beschreibung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn ich euch jetzt mal sage, was da alles mit bei ist, das glaubt ihr mir sowieso nicht, weil das, was ich bis jetzt gezeigt habe, ist ja noch nicht mal die Erde. Wir haben auch noch mal ein Backscreen, das ist sehr gut, Ladekabel natürlich und das ist mir gerade runtergefallen. Was da mit bei ist, ich packe die mal schnell aus, das, das packe ich mal schnell aus. Es ist mit bei eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung für die Kamera zum Fotos und Video machen. Finde ich enorm geil, wenn das Ding wieder auf dem Boot ist und ich sage, hey, machst du Video an, machst du Video aus. Nicht immer gucken und oh, nimmt sie auf, nimmt sie nicht auf, Knopf drücken, einfach Klick, fertig. Finde ich total geil und ist mit drin, ne? Nicht wie bei GoPro extra kaufen oder so. Wir haben mit bei ein Fahrrad- oder Rohrmount, finde ich auch total geil. Kann ich mal Motorradvideos oder so machen oder speziell irgendwo die Kamera festlegen. Ein Rahmen für die Kamera ohne Gehäuse, ne, also kann man denn so einen kleinen. Und ich werde die Tage auch mal probieren, ob die in das originale GoPro Alu-Gehäuse, was ich noch habe. Was haben wir denn hier noch? Achso, das ist für das Ding gut. Leute, das Ding, wo die Kamera so reinkommt, da gibt es einen Gürtelclip. Ein fucking Gürtelclip. Ich kann mir die also an eine Seite ranklippen. Und wenn ich meine, hey, ich will fix aufnehmen, nehme ich sie einfach vom Gürtelclip und nehme auf. Finde ich total geil. Sau viel Zubehör für ein, ja, dafür, dass es Bruchteil von der GoPro kostet. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das Ding wieder habe. Das kommt nämlich umgehend hinten ran. Es ist Herbst, es wird kalt, Boot fahren ist sowieso erstmal Geschichte. Für dieses Jahr zumindest werde ich jetzt über den Winter schön entspannt alles wieder fertig machen. Ich glaube, das Relentless, das große, kriegt nochmal einen anderen Motor. Ein Boot fehlt, das steht sonst immer da. Das ist das Tier Into Jet Boot. Das ist gerade noch beim Nino wegen dem Anhänger. Das, ne, wird ja der Anhänger für das Boot gebaut. Ich schneide jetzt mal was rein. Magic, da bin ich wieder. jetzt habt ihr gesehen, der Anhänger ist schon so gut wie bereit. Videos dazu, Details etc. Kommt alles. Wenn es denn fertig ist, wenn ich den Anhänger hier habe und machen kann. Und vielleicht hat bis dahin der Nino auch schon wieder was gepostet. Jetzt auf unserer neuen, wir haben jetzt eine Facebook-Seite, die asiaddicted.de, also ohne Punkt oder so, einfach nur, weil asiaddicted schon vergeben war. Die Seite heißt aber asiaddicted, ist auch auf der YouTube-Startseite verlinkt. Könnt ihr raufgehen, wenn ihr irgendwelche News oder so, da kommt eigentlich immer, wenn ihr bei Facebook guckt,
oder bei YouTube was habt, müsste das eigentlich, also wenn ich das da hochlade, ist es da schon zu sehen, sozusagen. Also, ihr wisst schon. Ja, noch was. Ja, danke. Danke, will ich sagen, für die jetzt schon 50 Abonnenten. 17 in einem Monat. Das fand ich schon echt cool, wenn man so fast jeden Tag aufs Handy guckt oder so und dann, bam, der hat abonniert, bam, der hat abonniert. Jetzt, die richtig krassen YouTuber, die, ich weiß gar nicht, können die das überhaupt so nachvollziehen? Also ich stelle mir so, da sind 50 Leute, also ihr, die geil finden, was ich mache und das sich gerne angucken. Das ist eine übelste Ehre für mich. Und ihr seht ja einige Fahrzeuge, die ihr kennt, den kennt ihr nicht, vielleicht doch aus, der ist schon, er hat schon so viel mitgemacht. Mini Revo, zu dem gab es noch kein Video. Da bin ich noch am Bauen, da kennt ihr das Unboxing vielleicht. Der kriegt noch eine Menge Arbeit. Den Amarok kennt ihr jetzt erstmal zu Genüge. Der kriegt noch eine Menge Arbeit. Der Twin-MS-Klon mit der geänderten Hinterachse oder mit den hinteren links. Ja. Nur das Größte. Das Größte kennt ihr noch nicht. Bam! Das größte Winterprojekt. Ein Revo 3.3. Der kriegt einen Big Bore Motor, der kriegt einen LRP Z.28. Ich glaube, Z.28 ist das. Er mit knappen 5 PS. Vielleicht kriegt er auch irgendwann nochmal ein längeres Chassis. Ich habe gesehen, es gibt ein, ja, der wird der nochmal 3 cm länger. Ist schon ein enormes Teil, aber mal sehen. Er kriegt jetzt über den Winter, wenn ihr dazu Videos sehen wollt, schreibt das auch in die Kommentare. Der kriegt auf jeden Fall den Motor, das Big Bore Motor Kit. Muss ich noch bestellen, fällt mir gerade ein. Ja, der kriegt das, der wird laut. Also ich kenne Videos, ich kann ja mal kurz was reinschneiden. Also, es gibt Leute, die fahren das Ding mit Gehörschutz. Die haben denselben Motor drin, die fahren mit Muscheln auf den Ohren. Das Ding ist laut, schnell. Ja. Freue ich mich schon drauf. Ich habe auch schon Gelände gefunden, gesehen, gemacht, getan, wo wir damit fahren werden. Wenn er denn soweit ist. Ich habe den übrigens gebraucht gekauft. Sehr günstig. War ein klasse Angebot. Ich muss mich sowieso noch bei einigen Leuten bedanken. Ich habe zum Beispiel hier, ja, von der Marina Frank, nee, Falk, Entschuldigung, Marina Falk, die fahren Rennen, also so Formel 1 und sowas. Ich habe gesagt, wir haben ein, zwei Autos, die fucking schnell sind. Und ihr kennt das ja, wenn die Räder so groß werden und keine Stabilität mehr und so. Ich sage, für den Mini Revo, die Buggy-Reifen sind schon in Ordnung, aber auf der Straße, ja. Ja, haben die gesagt, ey du, wir haben da noch. Und da habe ich jetzt so eine ganze Packung voll von Formula-Reifen. Da sind echt klasse Dinge. Also die, manche sehen aus wie vielleicht einmal zu Probezwecken raufgeschraubt oder eine Runde gefahren, aber die zum Beispiel, die sind wie neu. Also, ne? Vor allem alle noch in der Tüte, in schwarz und in weiß. Da nochmal ein großes Danke für. Ja, was habe ich hier noch? Irgendwas, das andere habe ich oben. Ja, nö. Danke an alle, die sich da irgendwie
einsetzen. Ich kriege noch was, das kann ich leider nicht zeigen, wofür ich auch unbedingt Danke sagen muss. Auch wieder jemand bei eBay, bisschen geschrieben, bisschen. Und er hat gesagt, weißt du was, brauchst gar nicht bieten, schicke ich dir so. Kommt aber bestimmt auch noch ein Video zu. Ich bin gespannt, wann es ankommt. Was und wie will ich noch nicht sagen. Es fehlen auch noch ein paar Sachen für den SCX-10-Rahmen, den wir ja umbauen werden mit anderen Links. Habe ich ja alles schon gesagt. Da fehlt noch was. Da fehlt noch einiges. Die Platte ist jetzt da. Den werden wir uns noch mal vornehmen. Das ist sowieso ein Langzeitprojekt. Der ehemalige Hyde oder wie auch immer. Es ist ja immer noch dasselbe Chassis, nur halt nicht die Karosserie. Und die Räder. Das soll auch so ein Speedmonster werden, weiß ich aber noch nicht genau. So eine Bashing-Bitch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag nochmal danke, danke, danke für 50 Abonnenten. Hört sich lächerlich an für den einen. Für mich ist das eine Ehre, dass ihr mir zuguckt. Und halt, stopp. Was ich noch machen wollte, danke sagen an unsere US-amerikanischen und japanischen Zuschauer. Ich hatte erst überlegt, ob ich das auf Englisch mache. But my English is not so well. But thank you, American guys. Thank you, Japanese guys. It's nice that you look on our videos. And yeah. Sorry an alle, die Englisch jetzt nicht verstanden haben. Aber ich muss einfach dafür Danke sagen, weil wir haben, was waren das? Ich glaube 13% Japaner und über 20% amerikanische Zuschauer. Und ich war schon am Überlegen, ob wir den Channel komplett jetzt auf Englisch machen, da doch ein großer Anteil der Amerikaner kein Deutsch kann, aber ein Großteil der Deutschen Englisch kann. Ich habe mich dafür entschieden, erstmal Deutsch weiterzumachen. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, hört sich doof an. Könnt ihr ja mal schreiben, Deutsch, Englisch, ne, wie ihr das möchtet. Für mich ist es kein Problem, auch auf Englisch zu quatschen, aber ja. Ich sag mal, ich bin raus für heute und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.